my player with it. 11 points in the game. Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit 2K22 auf der Current Gen. Ich stelle euch heute mein Bild vor, was ich benutze und was ich letztes Jahr auch schon benutzt habe. Und dieses Jahr wird es richtig heftig, weil das Shooting nochmal ein bisschen entspannter ist als letztes Jahr. Also wir starten mit Name, Position, meine starke Hand ist links, Nummer, und dann gibt es die verschiedenen Builds. Ihr könnt euch die Builds ganz in Ruhe angucken, pausiert einfach das Video zwischendurch und guckt euch die Attributpunkte an. Es gibt dieses Jahr tatsächlich auch neue Piecharts, 4 Stück glaube ich, 3 oder 4 Stück. Die sind nochmal ein bisschen anders aufgeteilt. Darauf gehen wir in diesem Video nicht näher ein, aber das solltet ihr auf jeden Fall wissen für die zukünftigen Erstellungen von euren MyPlayers. Aber das Piechart, was ich jetzt auf jeden Fall nehme, ist mehr Slashing als Shooting, weil ich das auf jeden Fall ganz nice finde. So, jetzt nehmen wir einmal das körperliche Profil. Da nehmen wir Max Geschwindigkeit und Max Vertikal. Das ist ganz wichtig nachher, damit wir auch Speed boosten können. Und legen dann auch schon los mit unseren Attributen. Also ganz wichtig ist, dass ihr das alles erstmal maxt auf dem Finishing. Heißt Nahdistanz, dann Korbleger, Dank aus der Bewegung. Dann nehmt ihr ein paar Attribut-Points fürs Shooting, also Mitteldistanz voll, Dreier voll natürlich und Postfade. Ich upgrade hier bei meinem Player auf jeden Fall Postfades, weil ich so nochmal ein bisschen mehr Alternativen habe, wenn ich irgendwie werfen will oder so. Freiwürfe können dieses Jahr auch wieder mit einer kleineren Wertung getroffen werden. Dann Passgenauigkeit hoch, Ballhandling hoch, Postkontrolle ein bisschen hoch, sodass ihr auf 14 Plaketten kommt. Dann natürlich Perimeter Defense, laterale Geschwindigkeit, Stil ganz hoch schrauben. Dann Defensive Rebounding, dann kriegt ihr schon ein paar defensive Plaketten und das Blocken hoch. Dann habe ich noch überlegt, ob ich doch noch lieber eine zusätzliche defensive Plakette haben möchte und habe noch ein wenig mit den Attributpunkten herumgespielt und bin dann letztendlich zum Schluss gekommen, ein bisschen weniger Finishing haben möchte, weil ich da genug Plaketten habe und opfere diese sozusagen für eine weitere defensive Plakette. Und das wird sich auf jeden Fall später auszahlen, weil ich so noch ein wenig mehr Möglichkeiten habe, was die Defensive betrifft. Unterm Strich habe ich dann 14 Finishing, 16 Werfen, 14 Playmaking und 7 Defensiv. Die Größe habe ich gewählt mit 1,94. Ich spiele hier auch noch so ein bisschen rum, um zu gucken, was am besten ist. Aber ich habe 1,94 gewählt, damit ich hinterher in der Spannweite eine 81er Ballhandling-Wertung bekomme, damit ich dann nachher plus 4 auf 99 Gesamtwertung bekomme, kriege ich ja plus 4 auf alle Attribute. Heißt, ich bin bei einem 85er Ballhandling. Heißt also, ich habe das ganze Jahr über, wenn irgendwelche neuen Dribbling-Animationen rauskommen, alle Möglichkeiten dieser Welt, den MyPlayer auszustatten. Und das ist richtig nice. Außerdem habe ich eine 82er Dunk-Bewertung aus der Bewegung. Und wenn ich die plus 4 hochrechne, habe ich eine 86er Wertung und bekomme sowohl die Pro Contact Dunks als auch die Small Contact Dunks. Und das feiere ich einfach ultimativ. Und bei den Takeovern habt ihr freie Wahl. Ich habe mich für Limitless Spot Up entschieden, damit ich eine hohe Dreierwertung dann bei Takeover habe und kann dann auch Würfe aus dem Dribbling, wie ihr gesehen habt, ganz am Anfang, auch treffen und greenen. Richtig nice. Aber da könnt ihr natürlich das nehmen, worauf ihr Bock habt. So, das ist jetzt der Slash and Playmaker, den haben wir erstellt. Normalerweise wird es Slasher, aber ganz geil, weil so habt ihr, oder so denken die anderen, okay, ihr könnt nicht allzu gut Dreier werfen, habt dann aber volle Granate, Dreierwertung und allem drum und dran. Und kommen wir jetzt nämlich zu den verschiedenen Badge-Punkten, die wir verteilen können. Dieses Jahr gibt es ein paar neue Badges, die erkläre ich euch im Einzelnen nicht unbedingt. Aber wendiger Finisher ist auf jeden Fall wieder sehr interessant dieses Jahr. Posterizer auf jeden Fall, wenn ihr Contact Dunks bekommt. Und dann gibt es dieses Jahr auch Fearless Finisher. Das ist so das Pendant für Layups, also für Korbleger. Und dieses Jahr gibt es auch eine coole Geschichte, grenzenloser Absprung. Und das
führt dazu, dass euer Spieler viel früher die Contact-Dunks und die normalen Dunks ansetzt und so haben die anderen Verteidiger Schwierigkeiten, euch überhaupt zu blocken. Das ist sehr, sehr nice, das feiere ich. Drumherum gibt es noch ein bisschen Acrobat und ein wenig Pro-Touch, damit ihr die Layups auch ein bisschen sicherer verwerten könnt. Und ja, das war es soweit mit den Finishing Badges. Bei den Wurfplaketten sind ein paar neue dazugekommen, da will ich jetzt aber in diesem Video nicht näher drauf eingehen. Ich habe natürlich ein bisschen rumgespielt, um zu gucken, okay, was geht und was geht nicht, was könnte gut sein, was könnte nicht gut sein. Und ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen gespielt und wichtig sind auf jeden Fall die neue Scharfschützenplakette, diese, die ich gerade hier auswähle. Die gibt einen riesen Boost auf die Wertung, auf die Wurfwertung. Scheuklappen ist auch neu, das ist, verringert den Contest von der Seite, wenn man wirft. Zirkusdreier, also das Dreierwerfen aus dem Dribbling, das wird geboostet, also auch ganz nice. Aber dazu gibt es auf jeden Fall in einem anderen Video mehr. Und wichtig ist natürlich auch wieder Hot Zone Hunter, also heiße Zonenjäger, die so hoch wie möglich pushen. In meinem Fall geht es maximal bis Gold. Die mache ich jetzt aber nicht rein, weil ich zum Testen keine Hot Zones habe. Dementsprechend werden wir das aber in einem anderen Video auf jeden Fall nochmal testen. Ja, und das war es soweit mit den Shooting Badges. Kommen wir jetzt zu den Playmaking Badges. Bei den Playmaking Badges, ja, da kann man eigentlich nie genug haben, aber die wichtigsten, die werde ich hier einmal aufführen. Hier gibt es auch Neuerungen, einmal zum Beispiel Hyperdrive und schnelle Kette für das Dribbling aus dem Lauf und während des Stands. Das ist auch ganz, ganz fancy. Dann Ankle Breaker und Raumschaffer sind dieses Jahr auch wieder gut, funktionieren beide. Da habe ich auch ein bisschen rumprobiert und je nachdem, ob ihr jetzt zum Beispiel als Shooting Guard eingesetzt werdet, also oder Playmaker seid, könnt ihr die Plaketten natürlich auch verändern. Defensive Plaketten kann man nie genug haben, das ist ganz klar, aber wir kriegen insgesamt 7, wie schon gesagt. Und je nachdem, wo ihr spielt, könnt ihr die natürlich auch beliebig einsetzen. Klette ist ganz wichtig, Gefahr ist eine neue Badge. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Balljäger fürs Blocken haben wir auch unser Blocken hochgeschraubt, damit wir auch ein paar Chase-Downs bekommen. Einschüchterer, je nachdem, müssen wir gucken, ob die wieder gut funktioniert oder halt auch nicht. Bei der Klette ist es so, dass ihr gute Bump-Animation bekommt, damit die Dribbler stehen bleiben während des Dribblings und abgeben müssen. Die Gefahrplakette ist ganz nice. Wenn der Spieler vor seinem Gegenspieler verteidigt, sinken dessen Attribute, wenn gute Defense gespielt wird. Heißt also, dass die Attribute dann sinken. Richtig cool. Einschüchterer kennen wir. Da müssen wir gucken, ob die dieses Jahr gut funktioniert oder nicht. Und das war es auch schon mit den 7 Plaketten. Wie gesagt, so viel gibt es nicht. Wenn ihr ja dann online spielt, dann ist natürlich Abfangjäger auch ganz wichtig. Wenn ihr das Perimeter verteidigt, vielleicht auch noch Blockausweicher, müsst ihr ein bisschen rumspielen und schauen. Aber ansonsten war es das damit. Jetzt kommen wir noch ein wenig zum Gameplay, um das Ganze ein wenig zu testen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Wenn du Bock hast, dann lass mir jetzt gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du Mehrwert hattest. Und wenn dir das Bild natürlich gefällt, lass mir auch gerne einen Kommentar da, wie du den Bild überhaupt findest. Und lass mir auch gerne ein Abo da. Ich starte gerade den YouTube-Channel und möchte natürlich auch gerne mit euch gamen und streamen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen wachsen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ansonsten viel Spaß. Bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out und macht's gut. I mean, obviously, it's total focus on this My Player build. See where his game is and perhaps try to see where he fits. Beyond the talent. If you can't shoot from deep, you better have a good wingspan and play defense. I mean, you win the three-point battle. You need to win the turnover or rebounding battle to get more possessions. And you know, in addition, you got to shoot a great percentage from the field. So the three ball has changed everything over the last maybe 5 or so years. And High Player gets it to go. What handle? And they've been struggling here offensively. Bit of a dry spell for sure. Pass to Green. Back to Wall. High Player with the block. And he recovers it. Really improving as a defender. Tatum. Outside.
roll game, so don't be afraid to use him in those sets. Exactly. He's been off his game this quarter, just hasn't been able to get a whole lot to go. Nice step back to get it off. His ability is matched only by his energy, guys. He's usually in the middle of everything for them. With his teammates and players on the other team. When he hits the floor, he is all about the game of basketball. Buries the long-range jumper. Well, a three-pointer has to be his best.